In diesem Video möchte ich euch ein geniales Farbradkonzept von Simmaticaly vorstellen. Wie ihr hier schon sehen könnt, hat der Simmer Simmaticaly dieses wirklich extrem coole Farbradkonzept erstellt, welches ich wirklich genial finde. Laut einem weiteren Tweet von ihm stellt er sich das Ganze so vor, dass man auf das linke kleine Quadrat klicken kann und damit dann die Farbcodes kopieren kann, um damit dann noch mehr Frisuren in einer passenden Farbe einzufärben. Allgemein bin ich wirklich der Meinung, dass es nicht sonderlich viele Farbalternativen in The Sims 4 gibt. Viele von diesen sind nicht sonderlich schön, wie diese Blondtöne oder die vielen eher unrealistischen Rottöne. Könnte dieses Konzept vielleicht nochmal irgendwann möglich werden? Ich denke, ja, es wäre möglich, auch wenn es eher unrealistisch ist. In The Sims 3 wurde bei jedem Objekt neben der eigentlichen Textur mit zusätzlichen Farben genau zugewiesen, an welchen Stellen die Textur eingefärbt werden konnte. Dazu gab es noch eine hauptsächliche Textur, die komplett grau war und dann im Spiel quasi in der entsprechenden Farbe eingefärbt wurde. Diese beiden Frisuren bei den Tausenden an Baumodus oder Cars-Objekten hinzuzufügen, wäre in The Sims 4 zwar so gut wie unmöglich, aber ich könnte mir vorstellen, dass dieses als einziges schon für die Frisuren im Cars machbar wäre. Eine graue Grundfrisur zum Färben existiert ja schon bei jeder Variante und alle Frisuren sind bis auf wenige Ausnahmen ja alle gleichfarbig. Ich bin kein Spieleentwickler und vielleicht war meine Erklärung auch nicht ganz korrekt, aber ich bin mir trotzdem relativ sicher, dass dies umsetzbar wäre. Was meint ihr? Würdet ihr euch über einfärbbare Haare freuen? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Also dann, bis zum nächsten Video.